Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal zu dem Auftraggeber und lass mich da mal überraschen, was er so für uns hat. Kann sein, dass das nur für Geld ist, also nicht Story-wichtiges oder so. Und wir können jetzt wieder zu Jimmy. Na, ja, hätte ich auch direkt da bleiben können. Ja, ich habe gute Arbeit geleistet. Toll. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt wirklich Story-wichtig ist. Was? Derelict Target. Hello, I'm a friend of Fields. Nico Bellic, I know who you are, brother. You're after some money. Just like everyone else in this city. What's your deal? People come to me when okay, ist glaube ich echt nur für Geld. I come to people like you when I need someone handled. Do you get me, brother? I get you. When you've taken care of something for me, call me on my cellular, but no specifics. Phil's good at that. I only talk business on a hard line. It's three men. They've been lured to an old building in Alderney City. Finish them there. Mhm. Okay. Ja. Toll. Schön. Ich könnte aber eigentlich mehr ein bisschen Heilung gebrauchen im Sinne von Heilung. Im Sinne von Essen. Zum Beispiel. Ja, komm, bleib stehen. Boah, ist der. Wo ist denn das? Ja, das müssen wir da weg. Dann nehmen wir ein Taxi. Zielperson, genau, da wollen wir hin. Zur Zielperson. Ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, da ja das Projekt auch bald so in näherer absehbarer Zeit endet. Habe ich mir schon mal zwei neue Projekte ausgesucht, die theoretisch stattfinden könnten, die theoretisch Let's Play werden könnten von mir. Dazu werde ich dann aber noch eine Umfrage machen, weil ich nicht genau weiß, welches ich wirklich zuerst machen soll. Das lasse ich dann mal euch entscheiden. Kann ich die einfach so töten oder? Na komm, mach doch was. Er steht da. What? Das war gar nicht die Zielperson. Was? Wo? Wieso kann ich das Ding nicht zerstören? Von wo denn? Bin ich blöd? Ja, was nicht? Ja, bin ich jetzt blöd? Von wo kommen diese scheiß Schüsse? Hm. Ich hab keine Ahnung. Echt nicht. Ja, gehen wir mal runter. Ah, da ist einer. Ja, dann mach das mal. Selber. So, einen haben wir. Oh, dann gehen wir jetzt noch die anderen suchen. Hier sind jetzt alle tot auf der Etage, glaube ich. Nein, nicht wieder runter, sondern hoch. Was? 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 Da ist einer. Da hinten ist einer. So, das war's. Die sind sowieso weiter oben. Da ist einer. Wie trifft er mich denn? Da war er das. Nein. Wo ist jetzt diese schutzsichere Weste? Ich könnte die mal eigentlich ganz gut gebrauchen jetzt. Er hat mir doch gesagt, er legt was bereit. Nur wo? Wo war das jetzt? Na, wird auch nicht markiert oder so. Ist natürlich super. Ja, toll. Jetzt brauche ich natürlich eine Weste.
Er hat mir ja auch eigentlich eine dagelassen, aber wo liegt die denn, verdammt? Liegt die da? Nein, die liegt nicht da. Aber in den früheren Teilen war es so, wenn ich in einen Krankenwagen steige, dann kriege ich wieder ein bisschen Leben. Maybe kann ich das ja auch hier benutzen. Ich versuch's mal. Lalala. So. Mal schauen, kriege ich dann wieder ein bisschen Leben. Tatsache. Ich könnte aber auch nur eine Weste vertragen, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Nee, das geht so nicht. Ich muss da wieder hochlaufen. Ich wollte jetzt das Auto mitnehmen, aber das wird da sowieso nicht reinpassen. Das wird nichts bringen. Aber ich habe eine andere schöne Idee. Da sind ja so schöne Fensterchen. Wie wär's denn? Von wo schießt er? Irgendwo hier kommen immer Schüsse her. Ich weiß aber überhaupt nicht, wo. Na, ist ja auch egal jetzt. Ich will eine Rüstung. Wo ist eine Rüstung? Wow. Machst du das? Nein, glaube ich nicht. Hinter mir ist keiner. Ah, da hinten habe ich einen gesehen. Ja, du willst dich wohl verstecken. Wow. Ach da. Boah, hier kann aber auch von jeder Seite einer kommen. Das ist echt scheiße. So, nochmal. Ja, nicht so, Nico. Schlauberger. Du sollst dich da schon reinwerfen und nicht so rollen. Wohin? So, mal schauen. Bringt mir das was? Na, ich glaube nicht. So, wo war der jetzt? Da hinten ist auch noch einer. Ey, ich brauche jetzt wirklich so eine Weste bald. Ich habe keine Lust, dass ihr da oben ankommt und dann da schön verreckt. So, ey, wie weit oben ist der denn? Meine Güte. Oh Gott. Da hinten ist einer. Hinter mir ist keiner. Was? Ah, da. Penner. Da war da auch noch einer. Na egal, es wird gespeichert, also. 4000, wow, hat sich ja gelohnt. So, zack. So, da war gerade ein Medipack irgendwo. Habe ich das schon aufgehoben? Ja, das wäre echt super, ey. Jetzt noch telefonieren mit dem Bullen hier. Geil, ich sterbe. What? Ja, ich bin auf jeden Fall tot. Soll ich denn das jetzt hier noch lösen, ey? Ist auch egal, wir haben die Mission fertig. Die in Anführungsstrichen Mission. Sie war ja nicht wirklich wichtig. So, ich würde sagen, da machen wir jetzt Jimmy noch hinterher. Taxi. Ja, zwar kein Taxi. Was ich bei YouTube etwas blöd finde, muss ich ehrlich sagen, ist, dass die, ja, ich sag mal nur, die Formate HD und Full HD freigeben. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwelche Formate dazwischen gibt. Aber ich fände es irgendwie besser, weil HD, ja, ich meine, diese 1280 x 720 Auflösung, die
Ja, die hat keinen Monitor mehr, glaube ich. Kein normal gebräuchlicher mehr. Und Full HD hat aber auch nicht jeder. Ich habe hier 1680 zu 1050 und da muss ich bei mir entweder, ja, entweder müsste ich mir dann nochmal quasi 30 Pixel dazu kaufen oder ja, oder eben so wie ich es jetzt mache, ganz viel runternehmen. Leider. Remember who made the introduction? Remember who brought you in? Don't you forget about me. If you want to pass something up to me, pay me some tribute. Sorry, Ray. I'm freelance. I don't buy into that tribute stuff. This work has many disadvantages, but hey, at least it's tax-free. Taxi, bleib stehen. So, okay. Er bleibt sogar stehen. Nein, er bleibt nicht stehen. Alter. Ich wollte schon sagen, der bleibt stehen, obwohl er da noch Kunden drin hat. Ah, macht er doch nicht. Nicht gewollt. Aber wir fahren jetzt zu Jimmy. Und ja. Weil ansonsten, wenn das, wenn es irgendwie noch so ein Format bei YouTube gäbe, 1050 oder so. Oder 1000, keine Ahnung, was weiß ich. Hat irgendein Format noch dazwischen, was dann noch ein bisschen bessere Qualität wäre als 720, dann würde ich auch bessere Qualität liefern können. Sieht irgendwie gerade nach geilem Wetter aus. So wie draußen auch, in echt. Naja, egal. Payback machen wir jetzt. Hey! Who you waving at? Fett, I think. They always drive past it this time. Does that worry you? When you marry a dragon, you gotta expect a few knights are gonna turn up to try to slay him. Jackasses. All of them, all of you. Nice talking. Whatever. You have fun. Pick a swell guy to kill. Hopefully someone with a young family who really miss him. Hey! Hey! Is Mr. Pegorino around? Sure. I'll get him. Boss! Anthony, will you shut up? In fact, will you fuck off? Go on, get out of here. Don't come back till you get a brain implant or something. I'm sorry. I'm nice to see you, Nico. You too. I got a couple of things I want to talk to you about. First up, can you kill this shithead? Sure. Second, come in here. So, listen, we got a bit of a problem with the Pavanos. Yes, I noticed that at your meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them, just a bunch of Guernsey Goombas. When things are cool, we're getting fucked. I'm sorry to hear that. Sure. Listen, some of their boys are in town today. Gonna collect their piece of an alternate bookie ring. Where it is, they're at the diner in Acton. Find them and follow them to the meet. You disrupt it, and I'll let you keep the money. But make sure you hit the Pavanos real hard. Kabish? Yeah. Ich treff die gleich auch hart. Thank you. Ja, die Uhr sagt, es wird knapp, aber ich hoffe, das schaffen wir noch. Fahr zum Dinner. Okay. Ah, dahin ist ein Taxi. Ich möchte das Taxi. So, dann fahren wir da mal ganz schnell hin. Wo ist denn das? Ja, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Taxi. Ey. So, ich kann mir auch, glaube ich, direkt das hier links packen. Bietet sich sogar noch ein bisschen eher an. Zielort. Danke. Here we are. Thanks a lot. Ja. Ja, hätte es eigentlich auch direkt hier parken können, aber du wirst ein Fahrzeug brauchen. Ja. Toll. Ach nee, ich riskiere es nicht mit dem Dingens. Mit einem Motorrad. Dann nehme ich lieber den BMW. So. Und dann mal los. Also, gleich, meine ich. I think that guy works for the Pegorinos. God, they must be desperate. Let's lose him on the way to the meet. Was denkt ihr euch so? Süß.
Wenn ihr wüsstet, ey. Mann. So, muss ich ihn jetzt töten? Muss ich ihn jetzt verfolgen? Ich muss ihn definitiv töten. Also der ist schon mal tot. Und der können wir noch nicht töten. Wow, wenn das nicht geskriptet war. Und das auch nicht. Und das auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Spacken, fahr doch. Oder hat dein Wagen nicht mehr drauf? Stimmt nicht. Wow. Mhm. So. Schalte sie alle aus. Wer ist alle? Achso, da drin sind noch. Ich habe auch gar keine Rüstung. Hä? Aua, ich habe Raketenwerfer. Ha. Und ich habe Granaten. Hier, könnt einen haben. Brauche ich nicht mehr. Bam. Die sollten jetzt so ziemlich tot sein. Da könnt ihr haben. Da könnt ihr haben. Wie? Nichts passiert. Wieso leben die denn? Ich hätte ein Fandungslevel los. Ach. Ja, super. Wie soll ich das denn jetzt machen? Zwei Sterne. Ja, naja, aber ich bin fast tot. Das macht mir ein bisschen mehr Sorgen eigentlich. Na, so groß ist der Kreis ja jetzt zum Glück nicht. Ah, ne, ich war da über rechts. So, ja, toll, links kommen auch welche. Eigentlich haben sie mich jetzt. Oder? Ah, jetzt sind links keine. Gut. Dann fahre ich jetzt links lang. Ja, oder ich lasse es auch einfach mal. Okay, ich sollte sie nicht töten, denn sonst kriege ich 3 Sterne. Lackiererei. Hier, direkt um die Ecke, da fahr ich hin. Ist, glaube ich, besser. Geht schneller. Ich meine, der Wagen sieht danach dann auch besser aus. Und alles. Bietet sich einfach viel mehr an. Geht auch dann schneller. Wieso nicht geradeaus? Naja, das ist keine legale Straße. Keine Straßenseite. Also, ja. Haben dich beim Reinfahren. Oh, ist ja voll öde. Haben dich beim Reinfahren. Wow, so schlau sind die sogar. Mein Wagen ist fast tot, aber passt schon. So, und jetzt nochmal. Vielleicht sind sie ja jetzt so blöd. Komm, mach zu. Ja, ha, geht. Schön. So muss das aussehen. Nach dieser Farbe werden sie nicht suchen. Denn es ist genau die gleiche. Nein, das ist nicht. Schade. Das wäre geil. Na egal. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wir können wieder zu Phil, nachdem wir Pegorino angerufen haben. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. I didn't think you guys knew each other. Nor did I. He called me up and said that you really liked me and wanted me to be there. Is that true, Nico? I guess it is. I'll see you at the wedding, man. Das war übrigens nochmal ganz kurz Kate. Na, egal. Ciao.